SPD-Fraktion. Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, gestatten Sie mir vorab eine persönliche Bemerkung, die aber auch mit dem Debattengegenstand zu tun hat. Gestern ist völlig überraschend mein geliebter Mann, mit dem ich 20 Jahre zusammen und 4 Jahre verpartnert bin, gestorben. Und ich habe mir gedacht, was hätte er heute zu dieser Debatte gesagt, als Finanzinspektor, als jemand, der eben in diesem öffentlichen Dienst arbeitet? Er hätte gesagt, wir holen beim Finanzamt, ob Erbschaftssteuer, Einkommensteuer oder auch anderen Abteilungen, die Kohle rein, und hier wird sie mit offenen Händen rausgeschmissen. Er hätte gesagt, stellt euch doch den Problemen und Interessen und Bedürfnissen von 82 Millionen Menschen hier im Lande und holt nicht noch 2 oder 3 Millionen Probleme mit dazu, damit alle am Ende des Tages noch mehr Probleme haben. Wir geben Geld aus und denken nicht an die Probleme unserer eigenen Menschen. Warum sage ich das? Weil er seit 10 Jahren an Depressionen litt. Und wir haben sehr viel getan zusammen. Und das war verdammt schwer in der so reichen Hansestadt Hamburg. Und diese Probleme sind Ihnen, die schon länger hier sitzen, alle bekannt, um geeignete Therapieformen, um geeignete Unterbringung zu finden und dieses Problem anzugehen. Man kann aber sagen, selbst wenn man Geld hat, und wir können uns, glaube ich, über Geld hier alle nicht beklagen, es ist schwer, diesen Menschen zu helfen. Und das hat da nichts mit Gender-Gaga, bin ich linksdrehend, rechtsdrehend, welcher Konfession gehöre ich an, zu tun, sondern das sind die Bedürfnisse der Menschen, die hier in diesem Lande leben. Und die gehen Sie seit Jahren nicht an. Er hätte gesagt, mit Recht, mit seiner schwäbischen Schnauze, ihr labert halt so viel, aber gebacken kriegt er nicht. Und das ist der Punkt. Ihr gebt das Geld in die falschen Kanäle. Wir wissen das alle mit der öffentlichen Verwaltung. Beispiele gefällig. Die Hamburger Polizei hat bis vor kurzem noch mit Windows 98 gearbeitet. Das ist sehr attraktiv. Die Kollegin der Linke macht hier eine große Rede. Wer hat denn hier in Berlin in diesem Failed State so lange mitregiert und ist für diese Missstände in der Verwaltung? Sie können nicht mal Wahlen, geschweige denn anderes, verantwortlich. Das sind die. Das sind Sie. Das sind Krokodilstränen, meine Damen und Herren. Und natürlich steht meine Partei und ich dafür, dass Arbeitnehmer, ob nun in der freien Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst, bei hoher anhaltender Inflation mehr Lohn erhalten. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber mit dem eben Dargestellten kann man das eine eben nicht mit dem anderen isoliert sehen. Und wir und ich warnen schon seit Längerem, und viele Experten stimmen nach langer Zeit mal mit ein, vor der sogenannten Lohnpreisspirale. Und die wird jetzt vor der Tür stehen. Das heißt, wir haben sinkende Reallöhne, weil die Inflation eben schon wieder mit 8,7% vor der Tür steht. Und die Gefahr liegt darin, ich erinnere nicht an Herrn Klunker, das wird der SPD vielleicht wehtun, und die 70er Jahre. Ich erinnere an die Geschichte der sogenannten Scala Mobile aus Italien, die vierteljährlich automatisch, das wäre wahrscheinlich nach Ihrem Gusto, die steigenden Preise angepasst hat. Das führte 1980 in Italien zu einer Inflation von 22%. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle muss klar gesagt sein, dass die Inflation ja überhaupt Kern dieser Forderung ist. Und sie ist nicht vom Himmel gefallen. Bereits im Jahr 2021 haben wir in Deutschland eine Inflation von 3,1% beobachten können. Also hören Sie auf mit dem Märchen, es wäre der Ukraine-Krieg oder andere Dinge. Ist erst mal ein Loch in diesem Damm der Inflation, dann sparen sich die Inflation den Weg. Oder mit dem Ex-Bundesbankpräsidenten, die ist wie Zahnpasta, ist sie erst mal aus der Tube, bekommen Sie die schwer zurück. Frau Lagarde hat hier die Maßnahmen viel zu spät eingeleitet, anders als die FED. Und sie kann ja auch nicht anders, weil Sie haben alle zugeschaut. Und hier kommen wir wieder zum Thema, Deutschland finanziert Gott und die Welt und natürlich auch in der Transferunion mittlerweile Europa. Sie haben zugeschaut, dass die EZB handlungsunfähig ist, weil sie, wie ich es immer sage, und so würde es auch mein Mann sagen, die Party und deutsche Vita-Staaten des Südens finanzieren. Und da weisen wir seit Gründung meiner Partei darauf hin.
Es geht demnach am Ende gar nicht darum, dass den Beschäftigten im öffentlichen Dienst faire Löhne und vor allen Dingen gute Arbeitsbedingungen geliefert werden. Schauen Sie sich manche Bürogebäude, manche Verwaltung mal an. Da fällt wie in den Schulen der Putz von der Decke. Wie wollen Sie da im Wettstreit mit der Wirtschaft stehen? Sondern es muss am Ende des Tages das große Ganze im Auge behalten werden. Und da hätte mein Mario auch wieder gesagt, ihr stellt wieder eure Dogmen und ihre Ideologie über die Realität der Bürger und ihre Probleme. Und das ist das Kernproblem in diesem Land und mit den Parteien, die länger hier sitzen. Insoweit wünsche ich mir, dass wir den Realitätssinn alle zusammen zurückbekommen. Ich wünsche auch den Angestellten und öffentlichen Dienst, dass er einen fairen Lohn bekommt. Dankeschön, leb wohl, Mario. Herr Kollege, hier gibt es offenbar nicht viel Übereinstimmung mit Ihren Aussagen hier in Ihrer Rede. Ich halte es dennoch für angemessen, Ihnen bestimmt im Namen des gesamten Hauses unser Beileid für Ihren Verlust auszusprechen. Konstantin